Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Crafter hier bei Heisenberg zockt. Aha, ich stehe vor dem Iridium-Schrank. Was soll man das sagen? Ja, wahrscheinlich, dass wir Iridium brauchen. Ja, jetzt müsste ich noch wissen, wofür. Ja, für irgendwas werden wir es brauchen, deswegen gehen wir mal gucken. War da der Plan, eine Rakete zu machen? Nein, nein. Nee, ich wollte dahin. Ja, einmal mitnehmen, weil dann können wir hier gleich mal uns kurz einen Kürbis gönnen. Dann haben wir das wieder erledigt. Und ein bisschen Wasser, das haben wir vor der Tür. Das ist nie ein großes Problem. So, einmal Schluck, Schluck. Jawohl, Gluck, Gluck. Und dann haben wir das. So, also gehen wir noch mal gucken wegen Iridium. Ach so, ja genau. Wir waren bei den Dingern stehen geblieben. Bei den Dingern vor allem. Bei den, sag mal, Fliegen. Bei den Extraktoren. Ja, beim Iridium brauchen wir weitere Extraktoren. Das ist klar. Und eben das nächste Ziel, das ich habe, ist wirklich, dass wir diese 1000 Terraforming da kriegen. Jetzt sind wir bei 950. Das sollte eigentlich vorangehen. Ich glaube, bringen denn die Extraktoren eigentlich auch irgendwie Terraforming-Punkte? Nicht unbedingt, weil die machen ja was anderes. Die haben eine andere Aufgabe eigentlich. Ja, ist auch egal, wir brauchen sie trotzdem. So, einmal hier rauf, wenn wir jetzt ein bisschen Glück haben. So, dann können wir hier nämlich, zack, jawohl, immerhin mal zwei Stück. Das ist mal all das. Ja, wir brauchen ja dringend einen dritten. So, oh Gott, vier Stück, das reicht irgendwie wahrscheinlich nicht. Jetzt will ich mal schnell gucken. Extraktoren. Iridiumstäbe. Ja, ein Stab brauchen wir noch. Dann könnten wir hier so ein Ding bauen. Da reichen aber vier Iridium tatsächlich nicht. Ach, das ist jetzt bitter. Müssen wir jetzt Geduld haben, bis hier nochmal drei. Wie viel brauchen wir? Nochmal schnell gucken. Moment, falsch. Wo war es denn? Hier. Was braucht so ein Stab? Ich glaube, sechs oder neun sogar. Ich gehe mal nochmal scheu gucken. Ja, wäre zu schön gewesen, um wahr zu sein. Rumliegen. Ach, wir haben ja. Ich vergesse jedes Mal, dass ich hier tatsächlich so ein Ding hingestellt habe. Einen Teleporter. Ne. Ja, gut, dann sind wir wesentlich schnell wieder zu Hause. Und vor allem auch schnell wieder hier. Wo ist denn hier der Eingang? Hier vorne. Base. Oder haben wir vielleicht noch das eine oder andere Iridium im Schrank? Ich glaube eben nicht. Ne, hier ist komplett leer. Also vier Stück mehr haben wir nicht. Bitte, jetzt gehe ich mal schnell gucken, wie viele wir brauchen tatsächlich für diesen einen Stab, den wir noch machen müssen. 3, 6, doch 9, dann fehlen noch 5 Stück, na Halleluja. Ich weiß, wir haben ja hinten noch weitere Stäbe, aber halt auch nur Uran. Der Rest wäre okay. Ja gut, dann, ja, was machen wir denn jetzt? Ich möchte jetzt nicht irgendwie, was anderes bauen, weil sonst geht wieder vergessen, was ich ursprünglich wollte. Wobei, das stimmt so ja auch nicht. Was könnten wir uns denn noch gönnen? Vielleicht nochmal eine Schmetterlingsfarm, das wäre zweimal Stoff, Biokunst, Stoff und Stufe 2 Dünger. Ich glaube, Stufe 2 Dünger haben wir genau nicht. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ah doch, haben wir. Okay. Oh, zwei Stoffe haben wir ebenfalls. Moment. Ja, dann kriegen wir das, glaube ich, sogar relativ schnell hin. Also, nochmal schnell gucken. Warum klicke ich eigentlich immer falsch? Weiß auch nicht. Der Bioklumpen fehlt noch. Oder die Biomasse. Oh. Mach mal, wenn du kannst, Biomasse. Jawohl, danke schön. Und dann gleich wieder zurück zu dem Stab. So, sauber haben wir. Ja, das würde eigentlich passen. Gut, was dann natürlich noch fehlt, das sind die Insektenlarven. Darum kümmern wir uns dann, wenn wir das Ding hingestellt haben. Hier geht's hoch, das bringt uns nichts. Wo können wir denn noch Insekten brauchen? Also Schmetterlinge, ja eigentlich überall. Guck mal hier, das ist doch einfach ein schönes Bild auch. Hier mal noch ein paar von denen, ja. Platz einmal hier hin und jetzt haben wir hier wieder zwei Slots frei. Dann können wir da zurückdüsen oder sollen wir schon mal gucken wegen Iridium. 5 Stück brauchen wir. Ich glaube nicht, dass in der Zeit, in der wir jetzt hier das gemacht haben, ich muss mal kurz ein bisschen leiser machen bei mir, 5 Stück gekriegt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen gehen wir hier mal schauen. Falsche Baustelle. Hier muss ich gucken. Was machen wir denn? Ja, das ist halt schon der König sozusagen. Eine seltene Larve, Mutagendünger 2. Haben wir, glaube ich, alles nicht. Aber da haben wir noch seltene Larven. Ja, zwei Stück hätten wir noch. Nehme ich mal rüber. Was haben wir eigentlich? Wozu haben wir hier eigentlich noch Dingens dabei? Nein. Titan war es, genau. Ach, hier ist voll. Ja, wir haben nicht umsonst schon mal geschreddert. Aber Silizium können wir reinballern. Dann machen wir den mal hier. Jetzt nur nichts Falsches da reinschmeißen. Dann haben wir das auch weg. Sehr gut. Jetzt schnell gucken. Der ist immer noch am Stab dran. Bringt in dem Sinne nichts. Was? Ach so, genau. Wegen der Larve.
Also wegen dem Dingens hier, Moment. Mutagen 2 und Dünger. Dünger haben wir, glaube ich. Mutagen 2 haben wir, glaube ich, nicht. Schnell gucken, Dünger. Jawohl. Mutagen 2 wäre hier hinten. Doch, eins haben wir noch. Sehr schön, dann können wir bereits was anleiern. Also das Ding da. Das ist natürlich nur eine. Jetzt ist ein bisschen die Frage. Machen das mal hier rein. Wenn wir jetzt eine andere Dings nehmen. Eine andere Larve hier, zum Beispiel die hier. Die hat zwar weniger Insektenvermehrer, aber das ist doch eigentlich für die Population trotzdem besser. Wenn man nicht überall die gleiche hat, würde ich jetzt mal behaupten, oder nicht? Wir machen noch so eine. Wobei, ist ja genau das gleiche. Seltene Larve. Aha, gut, wenn wir Pech haben, kriegen wir die raus. Das ist auch ein bisschen Zufallsdingens hier. Stimmt das? Ja, aber seltene Larve? Ja, ja, doch, doch. Hier seltene Larve, Mutagen, Dünger. Das ist einfaches Mutagen. Wir haben aber auch kein Mutagen T2 mehr. Deswegen würde ich mal schnell gucken gehen, was der Automat hier dazu meint. Der meint, dass wir da nichts machen können. Wie sieht es hier aus? Aha, okay, das ist ja schon langsam bitter. Sind denn die Schränke dermaßen leer? Nein, wir brauchen das hier. Ach, ich ahne es jetzt schon wieder. Was wir brauchen? Moment, jetzt muss ich nochmal gucken. Bakterien. Achso, eine Bakterienprobe. Die wollte ich eigentlich machen. Also gucken, ob es geht. Nee, geht auch nicht. Halleluja. Aus Algen und Wasser. Wir haben wahrscheinlich keine Algen mehr. Sehe ich das richtig? Jawohl, Algen sind begehrt. Aber da haben wir einen ganzen Teich voll. Und wir waren hier schon länger nicht mehr. Das heißt, wir müssten hier eigentlich ordentlich Algen haben. Sieht auch ziemlich danach aus. So, gucken, dass wir alle mitnehmen. Hier hinten ist aber, glaube ich, nichts mehr. Nee, da haben wir abgegrast. Dann können wir in die Richtung düsen. Ja, hier hängen sie schon wieder runter. So, und jetzt sind wir halt wieder an dem Punkt, wo ich, wenn ich da wieder reingehe und das dann mache, was ich machen wollte, weiß ich wieder nicht mehr, was ich als nächstes machen wollte. Was war der Ursprung des Gedanken, dass wir jetzt Algen brauchen? Wisst ihr, wie ich meine? Weil man halt wirklich so viele Sachen tatsächlich hat, die dann das eine, ja, das eine bedingt halt dann so viel, dass man irgendwann durcheinander kriegt. Da bräuchte man auch schon bald schon wieder einen Zettel. Einen Zettel habe ich ja für die Raketen. Man bräuchte aber für den Rest vom Spiel tatsächlich auch mal noch einen Zettel wahrscheinlich. Oder sagen wir mal so, es könnte nicht schaden. Passt du hier auch noch rein bei uns? Tatsächlich. Okay, Inventar noch nicht voll. Aber wir haben die Teile. Halt, wenn wir doch gerade hier sind, können wir da auch noch mal kurz hier unseren Tank füllen sozusagen. Warum liegt jetzt hier eigentlich Eisen rum? Weiß das jemand? Nehme ich mal mit, weil hier möchte ich eigentlich keine Sauerei haben. Jetzt ist der Inventar voll. Okay. Also an der Basis möchte ich schon ein bisschen Ordnung haben, das ist ganz klar. Sagt der Mann, der hier eine chaotische Base führt. Wobei, also man muss ja wirklich sagen, ich finde, was ich brauche und ich finde mich zurecht. Also ich finde es eigentlich von daher so schlecht nicht. Was wollte ich gleich nochmal hier? Achso, die Algen verstauen, genau. Ja, das sind dann doch relativ viele. Dann haben wir ja nochmal ein Eisen dazu gekriegt. So, er produziert schon. Ja, er natürlich nicht. Aber er hier hinten. Mach mal. Das ist schon wieder Feierabend hier? Das gibt's ja nicht. Wie viele brauchst du denn da? Oder was ist jetzt ausgegangen? Wasser. Haben wir allen Ernstes keine Wasserflaschen mehr? Zwei, das sind zu wenig. Hier, das müssen wir auch mal noch schreddern hier. Den ganzen Zauberstoff. Weil verstopft uns halt den Schrank. Da, hier mal alle rüber. Dann können wir noch mal ein paar machen. Was haben wir beim Terraforming? 9,6. Ja. Es geht voran. Immerhin. Also, Wasserflaschen waren hier. So, alle rüber. Trink mal noch eine. Nimm so eine rüber, mach die Wasserflasche rüber, weil wir die dringender dort hinten brauchen. Und die lassen wir mal hier. Gut, da ist das Ganze in Arbeit. Sehr gut, mal rüber. Da mal gucken, ob wir... Ne, Mutagen 2 wollten wir. Ach, da brauchen wir Mutagen 1 erstmal. Testen wir mal, ob wir die kriegen. Ne, da fehlt auch was. Ich tippe auf Methan. Bakterienproben. Achso, die Bakterienproben müssen natürlich im Schrank sein. Das bringt uns nicht viel. Wir haben keinen Platz mehr. Das bringt uns tatsächlich nicht viel, wenn wir die im Inventar haben. Was mache ich denn jetzt? Ich würde sagen, wir schmeißen hier mal einen Teil von denen raus.
Da, dann die rüber. Moment, zack, den hier. So, hier rein. Dann sieht man, die sind ja eh schon dran. Jetzt nochmal noch ein Pilz. Jawohl, da kannst du aufhören. Dann machen wir die hier. Wobei, da müssen wir die wieder erstmal in den Schrank reinballern. Jetzt müsste er eigentlich schon gehen. Wie viel brauchen wir davon? Geht immer noch nicht. Gemeine Larve und Honig. Honig könnte sein, dass wir keinen Honig mehr haben. Hätten wir draußen bei den Bienenstöcken. Ja, gehen wir mal schnell gucken. Wir haben doch hier auch irgendwo noch Bienen. Hier vorne. Da einmal um eine Kurve rum. Hier fliegen doch auch Bienen rum. Aber ich glaube, hier haben wir keinen Bienenstock in dem Sinn. Ah doch, aber nee, wir kriegen keine Honig raus. Jetzt geht's wieder los. Ich weiß doch nicht mehr, wo wir die Bienen hatten. Irgendwie bei den Heizungen stand mal. Wo flattern hier irgendwelche Bienen rum? Hier, das müsste einer sein. Jawohl, einmal Honig. Ah ja, ich glaube, viel mehr haben wir gar nicht. Weil wir eigentlich Honig sonst nicht brauchen. Da haben wir noch irgendwo einen dritten. Jetzt haben wir zweimal Honig. Das bringt uns tatsächlich, glaube ich, nicht viel. Naja, gehen wir mal schauen. Einmal um eine Kurve. Und Honig zum Food können wir hier reinschmeißen. Platz haben wir gerade noch schön. Jawohl, und schon produziert da. Reicht das für zwei? Jawohl. Okay, geh du wieder auf Pause. Machen wir die rüber. Und jetzt schaue ich mal schnell. Ja, da haben wir noch ein paar Slots frei. Da schmeißen wir die wieder rüber. Dann passt eigentlich soweit. Und jetzt müssen wir uns schnell überlegen, was wir gleich nochmal machen wollten. Die Larve. Was, die Larve? Mal schnell gucken. Die müsste ja eh fertig sein. Habe ich die hier hinten in Auftrag gegeben? Jawohl. Eine 1200er ist es sogar. Sehr schön. Dann muss ich mal schnell gucken. Wir haben Mutagen. Achso, ich war natürlich genau hier. Ja, wir machen nochmal Dünger und eine seltene Larve. Dünger haben wir noch. Eine seltene Larve haben wir, glaube ich, noch eine. Dann können wir das eben auch machen. Dünger, 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 seltene Larve. Die seltene haben wir hier und den Dünger haben wir auf der. Komme ich hier durch? Jeweils anderen Seite. So, dann können wir das auch in Auftrag geben. Hätte ich natürlich, wenn man es genau nicht vorher machen können, weil wir haben zwei von den Geräten hier. Das wäre natürlich auch eine Idee gewesen. Stimmt das soweit? Nein, das stimmt natürlich nicht. Metterlings Imao-Larve. Wo habe ich denn die jetzt wieder her? Das sind ja schon zwei Larven. Mehr brauchen wir gar nicht. Ja, dann lassen wir das. Dann schmeißen wir die da rein. Da, wo wir jetzt gerade das andere Teil hingestellt haben. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, woher ich diese eine Larve habe, die rote. Gefunden auf dem Rummel. Keine Ahnung. So, jetzt müsste ich aber auch noch wissen. Doch, hier hinten war es irgendwo. Da. Da haben wir es doch. Einmal rüber, einmal rüber. Und schon haben wir wieder hier was getan in Sachen Schmetterlinge. Sehr schön. Gefällt mir. Sollen wir schnell ausräumen oder sollen wir... zum Iridium. Wir brauchen 5 oder 6 Iridium, haben wir gesagt. Mal gucken. Da einmal rein. Ja gut, wenn wir Iridium holen, müssen wir natürlich zuerst mal Orientierung hier lang. Und die Sachen hier wieder verstauen, die wir hier noch haben. Ihr kommt mal rüber, dann können die hier rüber. Der Sauerstoff, das ist halt, wir brauchen den halt tatsächlich nicht. Osmium und Co. brauchen wir, glaube ich. Was wir nicht mitnehmen müssen, ist das hier, die Larve, die seltene. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die möchte ich natürlich behalten. Weil die brauchen wir definitiv nochmal. Einmal den hier. Die Stäbe kommen mit und die beiden Teile, da haben wir keinen Platz mehr. Wisst ihr was, ich schreddere die. Wir haben so viel von denen. Weg, weg. So, hätte man mir mal vor 20, 30 Folgen sagen müssen, dass wir die noch schreddern. Hätte ich wahrscheinlich nicht geglaubt. So, der Iridiumstab. Genau, dafür waren wir ja eigentlich unterwegs. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Iridium. Jawohl, jetzt sogar mit Teleporter. Ja, wäre schön, wenn. Ja, das müsste reichen. Moment, alle rüber. Du kommst zurück. Das reicht für einen weiteren Stab. Ich gucke trotzdem natürlich hier noch rein. Jawohl, da haben wir auch nochmal ordentlich. Okay, jetzt hat es aber mehr gegeben als auch schon, behaupte ich mal. Ne, wir brauchen den Stab. Wir müssen nochmal zurück. Jetzt müssen wir halt hin und her. Anders geht's nicht. So, einmal rennen. Jetzt rennt er wieder nicht. Manchmal fliegt er nicht, manchmal rennt er nicht. Es ist ein Kreuz. So, alles rüber. Dann müsste er eigentlich wieder arbeiten hier.
Ne, das ist der falsche. Ja, hier hinten ist bei den Stäben dran. Okay, lass mal das ab. Weil einer reicht. Ne, zwei. Jetzt müsste eigentlich funktionieren. Haben wir? Haben wir. Was ich jetzt aber auch noch kontrollieren muss, ist, wir haben eigentlich zu wenig Sauerstoff, zu wenig Energie. Nicht, dass das jetzt wieder dann irgendein Problem gibt. Ich sehe es kaum. Wenn wir da nochmal so ein Teil hinsetzen. 205. Okay, und wir brauchen 164. Das geht, das können wir machen. Sehr gut. Ja, dann ab zurück. Dann gibt es beim Iridium nochmal so ein Teil. Orientierung. Ist, glaube ich, wieder dunkel oder am Dunkel werden. So, einmal hier hin. Das nächste ist natürlich Energie. So, hier also nochmal ein Extraktor. Sehr gerne. Patz. Sauber, dann muss ich vorher arbeiten. Und jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir an Energie rankommen. Wir waren noch am Pulsare herstellen. Ach, plötzlich ist wieder Licht. Ja, wir haben natürlich ein paar Lichtquellen installiert. So ist es nicht. Pulsare, wie viele haben wir von denen? Ein. Ach, okay, das ist jetzt nicht so der Wahnsinn. Was machen wir mit den Superlegierungsstäben? Die würde ich mal hier reinmachen. Die brauchen wir im Moment nicht. Dann haben wir hier alles noch aus irgendeinem Grund Uran. Weiß, brauchen wir rüber, brauchen wir auch nicht. Und wir brauchen auch diesen einen Stab hier gerade nicht mehr. Okay. Und den Sauerstoff brauchen wir eigentlich auch nicht. Also, Iridiumstab. Weil, ich würde gerne das Kernkraftdingens haben. Das hier. Ja, da brauchen wir noch 4 Superlegierungen. Die haben wir vermutlich auch nicht. Glaube ich. Ah doch, 1, 2, 3, 4. Und die Pulsare. Da brauchen wir alles Mögliche. Aber eigentlich alles, was wir haben. Oh, da brauchen wir halt auch Iridium. Okay, wobei, guck mal, er arbeitet ja sogar. Reicht's nochmal? Jawohl. Einen noch, glaube ich. Jawohl, sauber. Oder noch mehr? Ne, ich glaube, 6 waren's. hat nicht ganz gereicht. Wo ist der Kollege? Oh, ein Pulsar fehlt. Ist es denn wahr? Nee, was fehlt? Osmium, Zeolit, Iridium, Uran, die Stäbe wahrscheinlich. Wo haben wir Iridium? Oder ist das schon wieder leer? Ja, Iridium ist leer und die Stäbe sind auch leer. Okay, wir gehen mal schnell zum Gasextraktor. Oder wir fliegen. Angenehmer. Aha, verflogen. Wo sind sie gleich nochmal? Hier. Ne, das ist ein Blumenstreuer. Hier vorne haben wir sie. Jawohl, alle rüber. Alle rüber, da kriegen wir wieder Sauerstoff, den wir nicht brauchen können. Alle rüber. Und beim Iridium müssen wir jetzt wieder gucken. Es fehlt tatsächlich wieder Iridium für den weiteren Pulsar. Es ist ein Kreuz. Da gehen wir gleich nochmal schnell gucken. Ich hätte eigentlich unten reingekonnt. Geschickt dran vorbeigeflogen. So, aber jetzt habe ich es wieder gefunden. So, was haben wir jetzt gerade geholt? Lass mich nochmal gucken. Ne, da sind wir eigentlich durch. Was habe ich denn jetzt geholt? Guck ich doch mal hier. Ach, die Kartuschen. Ja, alle rüber. Dankeschön. Wahrscheinlich produziert er trotzdem nicht. Ja, sowieso nicht. Weil, ja, eben da fehlt halt das Iridium wieder. Gehen wir nochmal gucken. Haben wir Platz? Ja, ein bisschen haben wir. Für das, was wir brauchen. Mal gucken, ob der dritte Iridium-Kollege bereits... Da könnte man bald eine Drehtür einbauen. Hin und zurück und wieder zurück und wieder hin. Ob der hier bereits was hat. Ja, eins. Okay, eins ist eins. Nehmen wir. Ist besser als keins. Ja, doch auch schon wieder drei. Das sind insgesamt 4. Jetzt muss ich schnell gucken. Der hier war noch. Ja, auch nochmal 2. Ob das reicht? Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ne, das reicht natürlich wieder nicht. Wir brauchen ja... Was brauchen wir denn gleich nochmal? Ein Pulsar. Ich schmeiß die mal rein. Doch, das müsste doch eigentlich theoretisch rein. Wir brauchen eigentlich nur ein Iridium, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, mal rüber. So, sauber. Schnell was trinken. Jawohl, jetzt ist er dann basteln. Da haben wir den Pulsar. Hör auf. Und dann können wir das nämlich hinstellen. Kontrolle. Kernkollege, wo ist er? Hier, Kernfusion. Jawohl, dann haben wir nämlich wieder... tatsächlich ohne Ende Energie. Also ohne Ende ist übertrieben, aber halt um die 1400 rum. Das ist wirklich das Schlauste, was man eigentlich machen kann, wenn man keine Energie mehr hat, wenn man es denn bauen kann. Wäre er hier gewesen,
klein, aber ho. Was? Ja. Ja, wirklich klein, aber ho. Aber da haben wir immerhin Dreh zum Acht und Tut. Guck mal, da sieht man sogar noch die Pulsare da drin. Ja, das ist ja wunderbar. Gut, liebe Freunde, jetzt vielleicht eine kleine Schrecknachricht, aber das ist mal vorläufig die letzte Folge Planetcrafter, ganz einfach. Oder ne, wisst ihr was? Ja, ich wollte jetzt halt wirklich gerade sagen, die letzte Folge. Wir machen den Tausender noch voll. Guck mal da oben. 9, 8, 4 haben wir. Das machen wir noch. Also es wird noch eine Folge geben. Und danach ist dann halt das Spiel für mich langsam durch, weil wir haben eigentlich alles hingekriegt, was wir hinkriegen müssen. Fische sind meines Wissens noch nicht implementiert. Die kommen irgendwann mit einem Update. Und da behalte ich mir mal vor, dass wir dann natürlich wieder reingucken. Aber es gibt noch mal eine Folge, einfach damit wir da oben den Tausender voll kriegen. Liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis denne. Tschüss.